Herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Teil von Super Smash Bros. Ultimate. Mit Kenu, Doug Bin. Hallo. Und Wooly. Die anderen beiden reagieren aber nicht. Die eine ist essen und der andere ist weg. Na dann. Na dann. Das Blöde ist nur, der rutscht als nächstes rein, wenn hier einer verliert gleich. Das stimmt. Und je nachdem, wann er wiederkommt, kann es dauern. Wieder. Will in die graue Bananen essen, Alter. Zero of Time, wir sind weg, programmiert wahrscheinlich. Ah. Ja. Ja. Ich werde vielleicht, wenn mein Kumpel noch nicht zu Hause ist, werde ich vielleicht fragen, weil vielleicht ein Bruder kommt, aber vielleicht Bock hat, vielleicht eine Runde mal mitzuspielen. Kann er, von mir aus. Lol, jetzt hab ich mich verdrückt. Jetzt hatte ich auf gut Glück gehofft. Okay. Was das? Ich hab das auch noch nie gesehen. Oh, das war knapp. Ah, immer durch den verkehrten Mann. Das ist belastend. Auf jeden Fall. Oh, ein Kumpel von mir ist jetzt gerade online. Na, ja, das lief jetzt blöd. So, das konnte ich jetzt gerade eben nicht auf mir sitzen lassen, dass du gesagt hast, es war gerade knapp gegen. das habe ich noch mitbekommen. Da musste ich jetzt muss ich hier. Ja, ja. Das geht nicht. Das konnte ich leider nicht. Tja. Das nächste Mal wieder. Los geht's. Bestimmt wieder auf meiner Map oder auf Kinos. Ja, ich würde dir auf jeden Fall einen Tipp bei der Map, weil wenn du vorher einmal X drückst, kommen halt immer Battlefield Stages und wenn du zweimal X drückst, kommen immer auf Omega eine Map. Und das sind dann halt immer. Nee, ich hab keinen Bock auf die Map. Ehrlich nicht. Dann bring dich doch um. Durch um. Ist eh verlieren. Ja, so viel dazu, ne? Ja, schuld. Jetzt nochmal kurzer Einspieler mit. Ich verstehe meine Map besser als Kino. Weiß nicht. Und
Und die Musik passt auch schon dazu. Ich höre keine Musik, ich hab die ausgeschaltet. Das ist the Grand Final. Ah, Galax Musik hätte besser gepasst. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll für so für die Grand Final. Nein. Willst du ja Schmidt machen? Das war mein Fall. Ja, oh, okay. Jetzt habe ich mich selbst gespielt. Und zweimal. Oh, diese Seite. Mann. Und tschüss. Tja, das war wohl nichts mit seiner eigenen Welt. Das war gar nichts. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Das genau. Wie Jesse und James jetzt sagen würden. Hey, Woody ist auch wieder da. Mhm. Jetzt kann ich auch endlich mein Nuss hier ändern, was für Stage. Die sieht nice aus. Tiefen von Prinz. Ich den normalen Bowser, ich spiele mal den grauen. Einfach was cool, was ich gespielt. So, wir hätten hier alles schon gewonnen. Lö hat 25 Punkte, Kenu 35, Rudi 2, ich. Ah, voll wieder reingegangen, ey. Stimmt. Oh, fit. Mann, na, ist mein Schwert zu kurz. See ya. Das war geil. Was war passiert? Okay, Nulöa, was da passiert? Scheiße ist passiert. Also für mich. Aber cool. Und damit gewinnt Keno bestimmt wieder. Natürlich. Alles nur wegen dem Overpower-Charakter. Okay. Also von daher. Kann auch gerne wechseln. Wenn du willst. Mal sehen. Ja, Leute. Ja, wenn du wechselst, bist du ja draußen. Stimmt. Deswegen muss mich wohl erst einer besiegen, bevor ich meinen Charakter wechseln kann. Gott. Die Lasten eines guten. So, Sheik. Okay. Also, Keno hat sich bei mir quasi wie so ein Roboter angehört.
okay. Schade. Wär schön gewesen. Stage Off ist ja ekelhaft. Das ist Sinems Lieblings, glaube ich mal. Genau. Ja, auf Mario Kart. Aber nicht in Smash Bros. Ist das halt eine Morph-Map. Einfach nicht Turnier-legit. Ja? Und alles, was nicht Turnier-legit ist. Ich glaube mal. Ja, Kino, du leckst bei mir wie. Das ist so richtig an wie so ein Roboter. Das sieht bei einer 6K, Leute. Ja, auch nicht ändern. Aber es lief auch schon mal besser bei dir, auf jeden Fall. Ja, das sind immer so. Manchmal läuft es besser, manchmal nicht. Jetzt bestimmt noch im Hintergrund so, Filme runter und so, ne? Klar, immer. Nebenbei laufen doch wieder meine Hacks, weißt du doch. Ja, genau. Stimmt, dann laufen den Hacks im Internet, ja. Ja, ja. Passt ja auf. Muss ja auch irgendwie, ne? Ziehen auch alle Strom. Und, ja. Und Internet. Kino, jetzt mach den Sack zu und besieg sie. Danach dann nicht. Die hat noch zwei Leben. Das dauert noch ein Momentchen. Ja, da. Mach sie. Mach's mit dem. Weiß denn können und besiegt die drei. Besiegt Team Löhr. Habe ich schon oft genug. Ist gerade durch die Map geflogen. Nee. Ja, weil es eine Morph-Map ist. Die hat doch das. Also, du kannst durch den Boden rein, theoretisch bei der Map. Das ist, weil das eine Morph-Map ist. Und weil die nur diesen dünnen kleinen Boden hat, kannst du da durch. Oh. Hi. Oh. Lass mal heilen hier. Der kann irgendwie alles. Es ist ein Held. Ja. Bin einfach zack und weg. Molly ist raus, Keno gewinnt, das heißt, dass Keno weiterkommt. Das stimmt, das wird jetzt wahrscheinlich noch die nächsten 10 Minuten so weitergehen. Und dann kommt irgendwann Löhr. Weil nee, bis ich dann essen gehen. Nee, dann gehe ich essen und dann wechseln wir meinen Charakter und dann kommen wir mal wieder. Also jetzt kommt wieder dein Lieblingsgegner. Ich war ganz schnell hier weg. Dr. Eggman. Das war gar keine Challenge hier. Haha. Na, ich meinte jetzt eher. Also. Du bist natürlich einer meiner größten Konkurrenten. Total, ja. Hä, die habe ich nicht ausgewählt. Ich hab den Boxen das Problem. Das ist das Problem bei. Das habe ich auch schon gemerkt. Das spinnt ein bisschen, wenn du diese eigenen Stages mal einstellst. Ach, das Game hole ich noch. Alles gut. Bitte nicht. Du kannst auch mal den Charakter weg. Warum sollte ich? Läuft ja alles gerade so schön. Oh Gott. Leicht verwirren, meine eigene Map. Oh Gott. Und ich springe auch noch da. Drei. Hab ich schon gesagt, das Game hole ich noch. Thank you.
Oh Gott. Boah, ey, ist das, haben wir es jetzt auch mal? Ist ja ätzend, diese Map, ey. Leicht verwirrend, oder, Kedo? Nicht verwirrend, macht einfach nur keinen Sinn. Und keinen Spaß. Genau. Wow. Weißt du was? Ich warte einfach, die Portale und die Kanone machen den Rest. Kannst ja auch im Portale schmeißen, Kenu. Ja, nee. Dafür müsste ich selber irgendwie in die Nähe von dem begeben, das wäre. Nutzt er die Portale als Kampfbedingung nicht? Ja. Yay. Wow. Mein Gott, ey. Schlimm. Verlass mal einmal die Arena und komm vielleicht nochmal rein. Vielleicht ist dann die Map endlich auch auf diesem Ding. Gyros gab es Essen. Mit Reis. Ah, okay. Bist du satt? So, jetzt wieder der Champ ja. Dran. Mhm. selbst verliebt. Immer doch. So ein bisschen muss ja. Also deswegen, Marvin, geh vielleicht einmal raus und wieder rein in die Arena. Vielleicht ist dann endlich das Resette mit deiner eigenen. Ich spiel noch mit euch bis 28 und dann gehe ich. Und vielleicht spiele ich nachher nochmal mit euch weiter. Ich weiß ja gar nicht, wie lange ihr heute spielt. Lö, hast du dich gesagt, du bist der Champ? Bin ich auch. Sein Traum auf jeden Fall. ist der Traum-Champ. Genau. Bisschen weiter auf sich sein müssen. Ne? Der Sporttag mit ihrer Traum von Hochzeit in Star Champ geplatzt. Keine Traumhochzeit in Star Champ plus. Oh Gott, jetzt habe ich mich. Jetzt, oh Gott. Jetzt ist er gemacht. Ey, jetzt räume ich nicht auf Stage. Das ist mir dann doch auch selber ein bisschen zu schnell. Ich hätte so schön aufgesehen, wenn das funktioniert hätte. Ja, ich merke selber mein Internet, ich habe selber Button Delay, das ist belastend. Tschüss. Direkt rein, ey. Kannst du was? Selbst mit Button Delay gewinnen, das ist gar kein Problem. Was war das denn? Was war das? Teleportation. Ha. Mein Spiegelschild. Er trickt sich aus, Löher. Tu doch mal was. Halt ja auch mal das Schild viel zu.
Kannst du mal woanders hin husten? Hä, ich huste doch nicht gegen mein Mikrofon. Echt nicht? Nee. Ich huste gegen meinen Arm. Hast du versucht, Blöder zu Ohren husten? Der hat eine Phobie gegen Husten oder so. Nein, dein Husten war schon ordentlich laut. Nein, nicht schon wieder. Da bringe ich mich viel zu oft immer selber um. So, diesmal war ich weit weg von. Trotzdem noch extrem laut gehört. Hey, ich hab das Mikrofon neben die Switch gelegt. Neben der Switch gelegt. Mute dich doch einfach. Du hast kein Mute-Button auf einem anderen Mikrofon. Hast du doch. Kannst du auch mal Keno mal besiegen, Löher? Kannst du nochmal einen anderen Charakter nehmen. Was habt ihr alle gegen den Charakter? Das ist auch cool. Ist immer gar nicht, was ihr alle für Probleme habt. Das ist auch richtig witzig. Komm her, mehr. Und so nach dem Kampf geh ich schon. Das war Miroslav Klose. Hab das aus. Ich hatte ja auch noch schon 109%, ey. Das stimmt. Der holt. Der Huhuhu. Ding. Also bis auf ein Leben krieg ich dich meistens runter mittlerweile. Ja, komm. Ja. Ja, ja, komm. Dann sag ich mal ja tschüss. Was? Ciao. Tschüss. Er hat gesagt, er geht nach dem Kampf. Deswegen. Ja, ja. Ich komm nachher vielleicht nochmal an. Alles klar. Wie lange nehmst du denn auf? Ja, keine Ahnung. Mal gucken. Okay. Huch, Wally rennt fast runter. Wally nimmt auch mal so richtig seltsame Welten. Ja, ich glaube, die hat es, glaube ich, auch noch nicht verstanden mit den Welten einstellen. Ich glaube, der ist auch immer nur auf Zufall. Ja, ja. So, während jetzt mal kämpft, gehe ich mal aufs Klo. Tu das. Kannst ja ein bisschen kommentieren, wenn du willst. Nee, lass mal lieber. Okay. Da wird's aber langweilig. Naja, ich hab ja noch Musik im Hintergrund laufen, also von daher. Dafür wenigstens irgendwas. Bis gleich. Ja.
Da bin ich wieder. So, also es gibt bei dir Essen, Kenu. Oh, ich glaube, der ist schon gar nicht mehr drin. Okay, im Voice Chat. Also nur noch Woli und ich wieder, wie am Anfang. Aber gut gekämpft, Wally. So, okay, wir sind bei einer halben Stunde. Das war's heute wieder mit Super Smash Bros. Ultimate. Wir sehen uns wieder morgen. Ich mache hier direkt weiter, ne? Danke, es gerade Daumen hoch und Abo und bis dann. Und Kommentare. Tschüss.